Servus, ihr verfilzten Ratten, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir zocken mal mit den Skaven, den guten alten Skaven. Ich liebe die so sehr. Und wir spielen gegen das Imperium. Ich glaube, da haben die Skaven relativ... ich meine, wie gesagt, Imperium ist momentan geht so, aber ich glaube, gegen die Skaven haben sie ein ganz gutes Matchup. Ich hatte eigentlich immer relativ gute Erfolge mit, dem Imperium gegen die Skaven. Und wir haben einen Heldentrupp dabei. Aus Lord Skrolk und einem Warlock-Techniker. Dann haben wir eine Assassine dabei. Wir haben zwei Katapulte. Seuchenklauen-Katapulte. Wir haben ein Doomwheel. Wir haben zwei Deathglobe-Bombardiers, also diese Giftwindkrieger. Wir haben eine Einheit Speere und wir haben zwei Rattenoger, die verteidigen sollen einfach. In Kombination mit den Speeren und den Giftwindkriegern, denke ich mal, sollte das ganz gut hinhauen. So. Und jetzt würde ich sagen, wir probieren es einfach mal. Lord Skrolk hat den... oh nein, ich habe Verdorn mitgenommen, verdammt. Ich wollte eigentlich nicht Verdorn, sondern die Blessed with Filth, also die... wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Die Giftsegen, genau. Den Giftsegen. Der ist gegen das Imperium meiner Meinung nach ziemlich gut. Jetzt muss ich mir überlegen. Ja gut, vielleicht können wir dann das Verdorren auf die Kavallerie einsetzen. Je nachdem, wenn die Gegner viel Kavallerie haben, vielleicht können wir es dann irgendwie dafür einsetzen. Obwohl wir eigentlich schon so viel Rüstungsdurchdringung haben, was unsere Anti... also unsere Anti-Large-Kapazitäten angeht. Den Warlock-Techniker haben wir ausschließlich wegen dem heulenden Warp-Sturm dabei, um Karl Franz oder Boris zu netzen und ihn dann mit unseren Giftwindkriegern zu vernichten in der Luft. Das Doomwheel, das soll hier mit in der Frontlinie mitkämpfen, sowie auch die Helden und die Katapulte. Oh Mist, ich habe noch gar keine Gruppen gebildet. Okay, er hat auf jeden Fall eine breite Aufstellung. Er hat aber auch zwei Bihan-Kämpfer, die sind schon mal ein gutes Ziel für unsere Seuchenklauen-Katapulte. Und er hat tatsächlich den den Sonnenmacher dabei. Cool. Coole Sache. Mit dem schießt er natürlich auf unsere Seuchenmönche. Das ist auch eine gute Idee. Sollte er auch so machen, auf jeden Fall. Wir schießen natürlich zurück mit unseren Katapulten. Gar keine Frage. Und wir fressen jetzt natürlich hier gut Schaden von seinen... Und er hat auch die Schützenreiter dabei. Er hat sich das gleiche gedacht wie ich letztens. Ja, wir machen einfach so ein bisschen hin und her. Wir latschen einfach so ein bisschen hin und her. Können wir mal gucken, ob man da so ein bisschen... herauskommen aus der ganzen Geschichte. Und ich würde sagen, dann greifen wir auch mal an langsam. Ja, weil wie gesagt, unsere Seuchenmönche dürften eigentlich nicht so das Riesenproblem haben gegen seine hier. Können wir ein bisschen Munition rausziehen mit unseren Ogern. Wir brauchen unsere Helden auf jeden Fall hier im Nahkampf. Da machen wir schon gut Schaden an seinen Truppen. Gefällt mir schon mal ganz gut. So. Ich weiß auch gar nicht, welcher General hat denn das? Sind schon wieder den Erzlektor, lustig. So, dann können wir hier mal eine Einheit Ratten beschwören, Seuchenmönche sogar. Dann können wir auch nochmal den Verderbensstab aktivieren, sowie auch das Liber Bubonicus. Ich will hier nicht, dass er mit seinen Reitern hier großartig was machen kann. Da habe ich eigentlich nicht so viel Bock drauf. Und eigentlich ist es auch wegen schade, dass wir den den Nahkampf jetzt hier so ein bisschen verlieren. Könnte ich jetzt mal meine verdammten Seuchenmönche kriegen, bitte? Dann machen wir es jetzt hier. Ist jetzt egal. Hier drüben auch.
So, und ich will nämlich jetzt langsam mal seine Kavallerie hier töten, weil die sind momentan so die größte Gefahr, die sich uns bietet. Die Speere können mal hierher gehen. So, und die Rattenoger kommen jetzt hier unten rein, das ist auch okay. Unser Heldensquad, der kann mal... Wo ist denn seine Erzlektor jetzt? Da hinten. Oh, ich habe ja auch noch das Doomwheel, ich Idiot. Ey, sorry Leute, ich bin heute irgendwie so ein bisschen daneben mit meinem Micro, wie man so schön sagt. So. Aber hier haben wir schon ganz gut seine Truppen hier beschädigt, seine seine Kavallerie, das ist nämlich auch mit sehr wichtig, dass wir das hinkriegen. Hier können wir mal unsere ganzen Sklaven auf die Speere hier schicken. Die Sklaven hier kommen mal zurück. Das Doomwheel, das kommt mal hier mit her. Und jetzt kann mal der Assassine, nachdem unsere Helden jetzt hier gerade gegen seinen kämpfen, seine Fernkampfkapazitäten senken. Und ich meine, gut, im Grunde genommen schaut es mittlerweile schon ganz gut aus für mich, würde ich sagen. Die Assassine kann durchaus auch mal hierher kommen nochmal. Wo ist die eigentlich? Wo hängt die eigentlich gerade fest? Ach ja, genau hier bei den Speeren. War das okay? Okay, er will jetzt hier unbedingt fliehen. Kann er machen. Und hier oben nochmal eine Einheit Clanratten beschwören. Und das Doomwheel holt sich jetzt mal seine Bogenschützen und dann müssen wir hier auf jeden Fall in Nahkampf gehen nochmal. Okay. Doomwheel, wir brauchen dich jetzt mal hier hinten. Und zwar hier. Bei den Helden. Definitiv. Hier kommen jetzt seine Granatwerfer zurück. Und wir haben hier hinten noch eine Einheit Sklaven, die könnte... Ja, aber der ist eh, hat keine Munition mehr, das ist also okay. Die Truppen hier sind leider nicht... brechen einfach nicht, das ist ein bisschen doof. So, unsere Ogre sind zurückgekehrt, die kommen jetzt mal hierher. So, okay. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben unseren Gegner hier so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber ich habe jetzt auch wirklich nicht gut gemicrowed. Das war echt eine ziemliche Schande eigentlich. Aber das Doomwheel ist einfach so stark. Das ist wirklich abnormal irgendwie. Ich finde es fast ein bisschen zu stark, wenn ich ehrlich bin. Aber der Helden-Squad aus Lord Skrolk und dem... Warlock-Techniker ist ziemlich stark. Definitiv. Weil der Warlock-Techniker hatte ja auch noch diese Warpstein-Rüstung da dabei. Diesen Mordes-Engine-Effekt. Was ihn auch sehr stark macht. Es lohnt sich auf jeden Fall, den mitzubringen. Und yo. Ansonsten hatte mein Gegner einen ganz lustigen Bild, der Sonnenmacher. Ja, die Imperiums-Infant-Artillerie ist momentan ziemlich schrottig. Was ein bisschen schade ist, weil das Imperium eigentlich auf seine Artillerie auch so ein bisschen angewiesen ist. Diese Raketenwerfer generell, lass die definitiv daheim. Die lohnen sich überhaupt nicht. Auch Mercers gehen so, wenn man in Blobs schießen kann, aber auch nicht so wirklich. Ansonsten eigentlich eine ganz gute Armee, finde ich. Könnten wir schon so machen, auf jeden Fall. Erzlektor ist halt cool, den zu bringen, auf jeden Fall. Und naja, also das war jetzt von mir keine so überragende Leistung, aber gewonnen ist gewonnen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und haut rein. Ciao.